Dann begrüße ich direkt meinen nächsten Gast. Das ist Antje Hüfner. Und da ist Antje. Hallo Antje. Ich muss einmal, ich kann dich noch nicht hören. Hallo Antje, du bist noch nicht zu hören. Gucken wir mal einmal kurz die Technik-Check jetzt nochmal. Nein, kann dich nicht hören. Eine Frage. Du hast, Moment, ich gucke einmal, ich mache dein Mikrofon. Es steht bei mir, dein Mikrofon ist nicht connected. Jetzt? Wunderbar. Super. Immer so, ne? So eine Kleinigkeit, wo dann irgendwo es hakt. Ja, ja. Hm. Ja. Antje, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Und Antje, du hast erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast ganz frisch eine Firma gekauft. Ja, danke. Wann ist es passiert? Na, der direkte Kauf, das war Mitte Mai. Anfang Mitte Mai. Also das heißt wirklich 4 Wochen, 5 Wochen, 1 Monat. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Vorbereitung war ein kleines bisschen länger, so seit Anfang des Jahres, aber genau. Das ist schon kurz, wenn das wirklich erst seitdem ist, das seit Anfang des Jahres im Gespräch? Ja, so kurz vor Weihnachten kam die Idee, genau. Okay. Das ist erstaunlich kurz und klasse. Da wart ihr euch schnell einig, wie es gehen soll. Ja, schön. Das kann man sagen, genau. Ja. Einmal, ich stelle dich einmal kurz vor. Du bist, du vermittelst in erster Linie Führungs- und Team, du vermittelst in Führungs- und Teamwork-Konzepten nach dem skandinavischen Vorbild, wie das geht. Und da spielt dieses, und jetzt muss ich dich fragen, wie man es ausspricht, Hygge oder Hoga? Also ich habe gegoogelt. Und da will sich das Google auch nicht einig, wie man es ausspricht. Es ist Hygge, kann man sagen. Hygge. Okay. Genau. Also es geht um dieses Hygge-Feeling, so verstehe ich das, um diesen anderen Ansatz. Und du hast eben im Mai das Baltic Training Center in Rostock übernommen, wo skandinavische Sprachen gelehrt Auswanderwilligen bei ihrem Weg in den Norden geholfen wird und Unternehmen mit skandinavischen Partnern connected werden. Okay, ja. Also ganz konkret, wenn Sabine und mit ihrer Firma in die nordischen Länder expandieren wollten, würden sie mit ihr Kontakt aufnehmen am besten. Ja, das wäre schön, ja. Da können wir helfen. Super. Okay. Sag mal, und du warst, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Baltic Training Center, warst du als freiberufliche Trainerin tätig und dann kam eine Anfrage. Vielleicht erzählst du darüber. Ja, Geschichte ist ein kleines bisschen länger. Also ich habe 8 Jahre in Norwegen gelebt und habe mich dann aus persönlichen Gründen, in Klammern neue Liebe, entschieden, nach Rostock zu kommen. Also ich war früher schon mal hier, komme aber eigentlich aus Frankfurt-Oder. Und dann habe ich natürlich geguckt, okay, was könnte ich in Rostock machen, was irgendwie mit Norwegen zu tun hat. Und habe damals schon diese Firma per Google gefunden, habe aber nicht gleich Kontakt dorthin, also hat nicht gleich so funktioniert, habe erst was anderes gemacht. Und danach habe ich dann aber doch angefangen, so ab und zu bei den Norwegern zu helfen. Also ich habe das Jobcoaching gemacht für Menschen, die nach Norwegen auswandern wollten. Das hat super gepasst, weil ich habe in Norwegen, also ich war Tontrainerin, ich habe eigentlich Wirtschaft studiert, bin aber dann in mein Hobby Ton gekommen, also auch vorher schon, und habe mich aber dann in Norwegen auch selbstständig gemacht mit Personalvermittlung, so dass ich da schon gute Inspirationen hatte und konnte da ganz gut helfen. Also wir haben auch ganz gut Leute schon vermittelt von hier, die nach Norwegen wollen.
Ich habe dann aber auch angefangen, was mein Traum war, mit Unternehmensberatung und hatte dann gerade zu Corona-Zeiten auch ein Beratungsprojekt mit dem Baltic Training Center Unternehmenswert Mensch Plus, weil es auch um Digitalisierung ging. Ja, also man muss sagen, vorher war es so, also es gab schon 1:1 Unterricht per Skype. Ja, also wenn jemand Schwedisch, Norwegisch lernen wollte und saß irgendwo in Bayern oder so, dann wurde auch mal mit einem Dozenten vereinbart, okay, dann und dann treffen wir uns jede Woche und haben Skype-Unterricht. Das gab es auch, aber das war mehr so eine Nebentätigkeit. Vor allem gab es Vollzeitkurse, die gibt es auch immer noch, über 3 bis 5 Monate für Schwedisch und Norwegisch. Und entstanden ist diese Idee in der Zeit, so kurz nach der Jahrtausendwende, als es hier und auch in anderen Teilen Deutschlands sehr hohe Arbeitslosigkeit gab und Schweden und Norwegen massig nach Arbeitskräften gesucht haben, vor allem Handwerker und Ingenieure. Und da hat sich dieses Geschäftsmodell entwickelt, okay, wir machen Leute fit für Skandinavien, damit ihr dort Arbeit kriegt. Also Arbeitsvermittlung stand so oben drüber. Und das funktioniert auch heute noch. Natürlich längst nicht mehr in diesen Massen, mit diesem massigen Zulauf wie vor 15 Jahren. Ja, aber die Interessenten gibt es immer noch und wir machen auch unsere Vollzeitkurse noch. Und die finden aber, Corona sei Dank, seit einem Jahr oder seit einem guten Jahr online statt. Genau. Schön. Was ist denn das Besondere? Also ich habe ja auch viel mit Führung und Team und so zu tun. Was ist denn das Besondere an diesem Konzept aus Skandinavien in Richtung, in Bezug auf Team und Führung? Ja, das Egalitäre, ne? Also diese flachen Hierarchien und trotzdem dieser Respekt vor der Führungsperson. Das harmoniert dort einfach. Also man möchte die Führungsperson haben, aber das Team wird immer gefragt. Also auch wenn jemand als Praktikant neu da ist, der wird nach seiner Meinung gefragt. Okay. Das ist eine Sache, die sehr, sehr besonders ist. Das geht noch viel weiter. Also man kann dann ganz viel drüber erzählen. Mit Motivation, also Einstellung zur Arbeit, was wahrscheinlich dort auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist. Also man hat insgesamt den Eindruck, es ist alles positiver. Okay. Dann müssen wir da nochmal ein eigenes Gespräch dazu machen. Ja, vielleicht nochmal zum Thema. Du hast, das Besondere ist ja, du bist ja, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wir sind ungefähr ein Alter, wir sind jetzt nicht keine Berufsanfängerin mehr. Du hast im gestandenen Alter eine Firma gekauft. Ja. Und das ganz Besondere ist, dass dein Vorgänger jünger ist als du. 20 Jahre. Vielleicht sagst du da nochmal was dazu. Ja, also ich habe ein gutes Verhältnis so mit meinem Vorgänger, aber und ich habe ihn ja auch durch diese Projekte Unternehmenswert Mensch, habe ich da auch versucht, neue Ansätze reinzubringen in die Firma, die auch teilweise gut angenommen wurden. Man muss nur dazu sagen, er, der ehemalige Geschäftsführer und sein Vater, die haben noch 2 andere Firmen, die sie als Inhaber führen und wo es auch darum geht, Menschen fit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt. Und unter all diesen Aspekten war für diese Skandinavien-Idee irgendwie nicht genug Raum. Ja, und dieses Umstellen auf online und also das wurde zwar gesehen, gut, aber ich hatte eben doch den Eindruck, dass sehr viel mit Angst agiert wurde. Also man hatte doch sehr viel Respekt vor diesen Veränderungen und hat das Potenzial nicht so gesehen. Und das Merkwürdige in dieser Firma war, dass das Team ganz anders agiert hat. Die haben plötzlich, ja, okay, jetzt legen wir los, jetzt starten wir, jetzt haben wir neue Möglichkeiten. Und natürlich lassen wir uns davon überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. Das war das, was das Team rübergebracht hat. Also die haben sich mehr ins Zeug gelegt als vorher. Und und dann ist das so, hat sich das dann so ergeben, also dass mir hat schon mal jemand aus dem Team gesagt, es ist über ein Jahr her, du musst den Laden hier übernehmen.
Und weil ich eben mit meiner Beratung auch dort war und auch dafür gesorgt hatte, dass ja kleine Konflikte auch ausgemerzt wurden, ne, was dann irgendwie auch geklappt hat. Und ja, und dann kam es so weit, dass also die Informationsflut, der Informationsfluss, der war dann nicht mehr so extrem, also nicht so, wie man sich's vorstellt. Und dann kurz vor Weihnachten kriegte ich einen Anruf von einem Mitarbeiter, der sagte, unsere Räume sind gekündigt zum 31.03. Das war eigentlich wirklich nur ein Informationsfehler. Also da hat Geschäftsführer vergessen zu informieren, wie das motiviert war, aber hat natürlich das Team in große Unsicherheit gestürzt. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, Anfang Januar mache ich mit dem Geschäftsführer einen Telefontermin. Und dann ist mir auch eingefallen, er hatte mir im April schon gesagt, dass ihm doch irgendwie die Motivation fehlt, jetzt alle drei Firmen so aufrechtzuerhalten und dass diese Skandinavien-Sache, er findet das schon schön, aber er kann sich dann nicht so hineinversetzen und das ist nicht mehr ganz so seins. Und dann haben wir uns schon in dem ersten Telefontermin, also er war mächtig, ja, fast erschrocken, also er hätte das nicht gedacht, dass ich auf solche Idee komme, ihm die Firma abzukaufen, was eben auch nicht gut ist. Also er war von seinem eigenen Konzept nicht überzeugt. Also er konnte sich nicht vorstellen, dass es einen Käufer gibt. Ja, und dann meinte ich, ja, also ich würde verkaufen, wenn es denn Verkäufer gibt, also wenn es denn Käufer gibt, dann verkaufe ich auch. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich kaufe. Super. Ja, und dann haben wir uns auch, ich habe mir dann gut Zeit gelassen, ich habe ihn dann nicht gepusht irgendwie, also ich hatte dann meine Vorstellungen und wir haben uns dann relativ schnell geeinigt. Schön, ja. Okay. Hattet ihr externe Beratung dabei oder habt ihr das alles miteinander ausgehandelt? Nee, das haben wir alles miteinander, also ja, wobei, nee, das kann man gar nicht so sagen, also ich bin im BNI-Netzwerk und hatte dann dort mit der Steuerberaterin gesprochen und auch eine gute Anwältin, die sich da auskennt, also, weil das ist so gar nicht meins, ne, also die Kultur und die Stimmungen und was so an Schwingungen zwischen Menschen sich so findet, das ist meins, das kann ich ganz gut erfassen, irgendwelche rechtlichen Dinge und so, das ist da kenne ich mich nur gar nicht aus und deswegen habe ich gesagt, so und auch Zahlen, ja, ich mag irgendwie Zahlen, aber alles, was da so aufgelaufen ist, so habe ich gesagt, also ja, da brauche ich Hilfe, genau. Mhm. Ja, und sehr klug auch nochmal, ich meine, du kanntest ja die Firma, weil du dort auch schon gearbeitet hattest, aber zu wissen, wie sieht es mit den Zahlen auch, ja, hinter der dem Offensichtlichen aus, ist ja schon genau hinzugucken und reinzugucken, was dann der Dinge ist und was kauft man eigentlich in dem Paket mit. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil und okay, also das heißt, du hattest dir Unterstützung geholt, weißt du, ob der Vorgänger, der hat er sich auch irgendwie über seinen Steuerberater auch nochmal Unterstützung oder war ich so überrascht, dass du das weiterführen willst, dass er sagte, prima. Ja, ja, also von daher waren wir uns einig. Ich glaube, der hat sich da jetzt vielleicht mal kurz beraten lassen, aber jetzt nicht so in großem Stil. Also da hat sich der schnell mit seinem Vater auch geeinigt und ja, das hat dann alles gut geklappt. Schön, okay. Jetzt, so Trainingscenter heißt ja in der Regel auch, dass es da viele gibt, die freiberuflich als Honorarkräfte arbeiten. Gibt es auch Festangestellte? Ja, also wir sind sogar, also mit, also ich habe jetzt schon 10 Leute. Ja. Ja. Also ich habe 7 habe ich übernommen. Ja. Ja, und schon 3 neue mit dazu geholt. Festangestellte. Ja, ja. Okay, ja, super. Die meisten zwar Teilzeit, ne, aber ja, also genau. Ja. Okay. Wir sind ein interkulturelles Team mit, ja, mit Schweden, Norweger, also ein Schwede, Norwegerin, Finnen. Ja. Und ja, auch von, also hier Skandinavisten, also die als Dozenten unterrichten, aber wir haben auch, ja, Backoffice, ganz wichtig, also ohne unseren Mitarbeiter, der sich hier um die Struktur kümmert, hätte ich das nicht machen können, weil der, ja, also für diese ganze Ordnung sorgen, die ganzen Prozesse, alles erfassen, so, das, ja, das muss sein und da haben wir eine sichere Bank. Mhm. Antje, du warst ja eben auch beim Gespräch, hast du ja gehört, mit der Sabine, dass dann eben da die Nachfolge ja nicht so ein Tag und dann
sondern die Mutter ja immer noch da ist. So. Und da es auch Kontakt gibt. Wie ist das jetzt in deinem Fall? Ist das mit der Unterschrift Mitte Mai erledigt und der ehemalige Geschäftsführer taucht gar nicht mehr auf? Oder gibt es da, gibt es ja unterschiedliche Varianten, zu sagen, okay, dass die Übergabe gut funktioniert, ein halbes Jahr einmal in der Woche treffen wir uns? Oder wie habt ihr euch da verständigt? Also, er hatte dann tatsächlich noch, als er meinte, ach naja, wenn du das machst, dann könnte ich mir ja doch vorstellen, mich noch einzubringen. Und da habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann gesagt, nee, also tut mir leid, das hat auch nichts mit dir zu tun, weil ich habe das auch schon mal gehabt. Ich habe, als ich nach Norwegen gegangen bin, meinen Turnverein in Frankfurt-Oder abgegeben und habe dann auch gemerkt, die wollten dann ihr eigenes Ding machen. Wenn ich dann mal zu Besuch da war, die wollten gar nicht mehr so viel denn von mir Input haben. Wir haben uns schon ausgetauscht, aber da hat man dann gemerkt, das ist dann eben doch eine andere Zeit, ein anderer Stil, das möchte man denn nicht. Und das konnte ich ihm auch so ganz gut erklären. Mhm. Und ich habe nur gesagt, also mir ist wichtig, dass die Mitarbeiter das von uns erfahren. Und wir haben ein Meeting gemacht im Februar noch und wo wir erklärt haben, was jetzt ablaufen wird. Und dann habe ich mit den Mitarbeitern einzeln gesprochen, habe jeden gefragt, wie willst du weitermachen, ne? Also wie viel willst du arbeiten? Was ist deine Traumarbeitsstelle, dein Traumverdienst? Ne? Also wir können das sicher nicht gleich realisieren, aber dann weiß ich, wo es hingeht. Und wir haben im März schon ein Strategie-Meeting gemacht. Also ich habe quasi vieles schon gemacht, noch bevor überhaupt irgendwas offiziell war. Und man kann sagen, dass eigentlich ab 1. April, da sind wir auch umgezogen mit der Räumlichkeit, denn dass da schon der ehemalige Geschäftsführer so gut wie nicht mehr da ist. Also wir haben vorher ein paar Punkte besprochen und er steht auch nach wie vor zur Verfügung, wenn wir Fragen haben. Aber er hat dann auch gesagt, okay, er akzeptiert diesen Wunsch, dass er jetzt nicht mehr so eine bedeutende Rolle hier hat und er macht dann lieber was anderes. Okay. Okay, das ist, denn das ist ja oft, weil man auch Mitarbeiter in einen Loyalitätskonflikt bringt. Ist das ein ganz wichtiger Punkt, wenn da beide nur auftauchen, ist immer die Frage, wer hat hier das Sagen? In der Regel wollen die ja dem Senior, also dem, in dem Fall passt ja Seniorchef nicht. Ja. Eber nicht nahe treten, aber auch dir als Neuen und so. Und das ist da, wenn ich da gefragt werde und was mit zu tun haben, rate ich immer klare Linien, wer ist jetzt, dessen Wort gilt. Ja. Beim Unternehmenskauf ist ja immer so eine Sache, also in den Köpfen ist meisten Unternehmen kaufen, ja, das ist die großen Firmen, ja, was die 200 Mitarbeiter und so entsprechende Umsatz und Kaufmillionen und so. Jetzt in Kleinunternehmen ist natürlich alles kleiner, auch die Kaufsumme. Wie ist das? Habt ihr so ein Übergabe mit der Bank Gespräche gehabt, wegen zum Beispiel, weil ein Kredit nötig war? Oder ist das, dass du das gut so zahlen konntest, was nötig war? Wie habt ihr diesen Teil organisiert? Na, das haben wir so jeder für uns organisiert. Also denen war wichtig, der verkaufenden Partei, dass das Geld dann auch kommt. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, das ist denen wichtig, also organisiere ich das so. Und dann habe ich den Rest so für mich alleine gestaltet und ja, habe das auch alles fristgerecht hinbekommen. Ja, super. Und du hast, ist eine Bank mit im Boot oder hast du das aus der Portokasse bezahlt? Ich frage jetzt mal so platt, weil das immer so eine der Fragen ist. Eine Bank ist nicht mit im Boot, also Portokasse ging auch nicht, aber ja, ich hatte gerade eine private Lösung gefunden, genau. Okay, genau. Also es gibt mehr Möglichkeiten und die Frage ist eben, weil eine Bank hat immer Vor- und Nachteile, die berechnen ja auch nochmal, ne? Hat jemand den Unternehmenswert berechnet? Oder ist das, Ja, da gab es verschiedene Ansätze und ich habe das aber auch mit Hilfe meiner Beraterin, also meiner Steuerberaterin, dann auch, also die hätte auch einen weit höheren Wert veranschlagen können. Ja. Ich habe da wirklich dann und ihnen da auch, also die andere Partei da ganz gut ins Boot mitbekommen mit dieser fehlenden Motivation. Mhm. Okay. Weil es wirklich auch
unter der Hand im Gespräch war, die Firma abzuwickeln. Und da habe ich ihn dann so davon überzeugen können. Also dann wäre natürlich nichts bei rausgekommen oder im Gegenteil, das hätte noch was gekostet. Mhm. Und ja, dann haben wir uns quasi in der Mitte getroffen. Und super, ja. Das ging auch sehr schnell. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, ne? Dass du auch an dem Punkt da selber Initiative ergriffen hast. Du hast übrigens auch die Initiative für das Gespräch heute ergriffen. Ne? Es ist ja nicht einfach, also Familien und Nachfolgerinnen gibt es noch, aber eine Frau, die entweder ein Unternehmen verkauft oder ein Unternehmen kauft, gibt es nicht viele. Es gibt noch weniger, die kaufen, als die verkaufen. Und irgendwann habe ich an meine E-Mail-Liste geschrieben, wer kennt jemand? Und dann kam meine E-Mail, dachte ich, genial. Ja, das hat mich sofort angesprochen. Ne? Wer hat gerade ein Unternehmen geshoppt? Oder so. Genau, genau. Wie shoppe ich eine Firma, hatte ich letztes Jahr mit. Also, genau. Und ja. Das ist etwas, es gibt einfach wenig Wissen und es ist nach wie vor so, dass Frauen nicht dran denken, dass es eine Möglichkeit ist und dass es da unterschiedliche Möglichkeiten auch gibt. Auch Unternehmensbewertung. Vor Jahren gab es ja Formeln, die waren irgendwie, war ganz klar. Inzwischen hängt das von vielen Faktoren ab und es ist wie alles im Leben eine Verhandlungssache. Das ist ein schönes, ne? Schönes Beispiel, ja. Auch immer zu sagen, bei Abwicklung hätte sie gar nichts gekriegt und jetzt gibt so, ich wäre bereit, das und das. Schön, klasse. Nee, hatte auch die Steuerberaterin mir im Vorfeld so alles die, eröffnet, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ja, weil ich mich mit solchen Dingen normalerweise nicht beschäftige, habe ich ihr da auch voll vertraut und es hat funktioniert. Ich finde es auch ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig ein Netzwerk mit anderen Selbstständigen ist. Ja, also das, ob das BNI heißt oder anders heißt, wo man wirklich sich gut kennt, das ist auch nochmal was anderes als jetzt so ein loses Netzwerk, wo man sich so dreimal im Jahr sieht. Also BNI hat eine hohe Verpflichtung. Gibt es auch andere Möglichkeiten? Also mein Jahresprogramm ist auch, man sieht sich jede Woche und immer wieder, weil nur dann kann ich auch wirklich verstehen, was der andere macht und ich komme nochmal in eine andere Selbstverpflichtung und so. Also der Punkt ist, wenn ich brauche als Unternehmerin wirklich auch nochmal Beratung von anderen, die sich auskennen und ein Netzwerk, die eben dann sagen, von meiner Warte aus, mach es, eine gute Sache oder von meiner Warte aus, ja, schön. Ja, ja. Ja. auch dich habe, ich muss noch mal einmal gucken, was ich, ja, also das auch noch mal ganz deutlich, Unternehmenskauf ist auch nichts, nur eben, man muss, übrigens der typische Nachfolger, die typische Nachfolgerin ist um die 40, das ist so das Alter, aber vielleicht ist es eben auch bei den Frauen so, dass die starten ja in der Regel, viele starten ja nach der Kinderphase nochmal durch. Und wenn ich dein Angebot, wie man mit dir auch nochmal Kontakt aufnehmen kann, richtig sehe, ich poste es jetzt hier einmal, ein Report über die Zeitfalle für engagierte Unternehmerinnen, 5 Gründe, warum du als Unternehmerin mit Kindern nie Zeit haben wirst und wie du das ändern kannst. Meine Vermutung ist, du hast selbst Kinder. Ja, habe ich, aber meine sind schon groß. Genau. Der Punkt ist ja, viele Frauen starten ja auch nochmal nach der Kinderphase durch, können oft nicht andocken, wo sie vorher gearbeitet haben, raus. Auch die Frage nach Sinn hat sich verändert, will ich das noch, was ich damals gemacht habe. Und da sind viele, die sich dann selbstständig machen, aber eben selber gründen. Und eine prima Idee, wenn ich das 20 Jahre früher gewusst hätte, wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, ist eben eine Firma zu kaufen. Wenn ich selber aufbaue, heißt das, dass ich mit viel Geld, also ja, ich muss eine Menge investieren, Zeit und Geld, um ein System aufzubauen, was dann Umsatz macht und irgendwann Gewinn. Und bei der Nachfolge kaufe ich ein laufendes System, muss man in der Regel dann umbauen und weiterentwickeln und so weiter. Aber es ist eben, ich schieße mehr Geld rein, aber habe dafür schon einen guten Umsatz und auch einen Gewinn. So, das ist noch, da merke ich immer wieder, wenn ich mich mit beschäftige, dass einfach das in den Köpfen der Frauen noch nicht so selbstverständlich ist. Wie war denn die Reaktion bei dir im Umfeld? Haben alle gesagt, super?
oder war auch dem Alter noch? Nee, Alter eigentlich, das kam gar nicht. Also, aber gut, es sind eben auch alles Leute, die mich kennen. Ja. Und wir haben auch bei uns im BNI-Netzwerk, da gibt es noch auch eine, also die Anwältin, die mich beraten hat, die ist schon Ende 60 und startet nochmal durch. Also ja, und ich habe auch mein Umfeld insofern schon gebrieft. Ja, skandinavischer Ansatz, ne? Da denkt man, da zählt auch niemand die Jahre bis zur Rente. Ja, okay. Das ist dort auch anders. Also, ne, dort ist es eher so, dass man weniger macht, wenn man in Pension geht, aber also nicht mehr 40 Stunden, nicht mehr 37 Stunden arbeitet, aber ja, ein bisschen muss ich noch machen. Ich werde noch gebraucht. Ich muss ja noch was, also ne, ich bin noch wichtig. Das ist so eine aktivitätserhaltende Maßnahme sozusagen. Also ich denke schon, die Leute, das hält die jung auf jeden Fall. Mhm. Aufs Alter hat so niemand angesprochen und ja, man fand das schon gut. Also doch, ne, ich meine, ich kann ja so sagen, also wir sind ja im Umbruch, ne? Also viel mit Gewinn ist jetzt noch nicht, das wusste ich aber. Ne? Weil ich habe schon vor Jahren davon gesprochen, wir müssen einige Dinge anders machen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen durch die Decke, das dauert eine Weile. Aber nö, ich habe doch, also aus meinem Netzwerk heraus wurde das alles sehr, ja, sehr wohlwollend aufgenommen. Super. Ja. Ja, und die Mitarbeiter auch. Also das war das Wichtigste, ne? Dass das Team, das eben auch aus dem Team heraus so da kam. Also sprich mal ein wichtiges Thema an, was beim Alter und der skandinavische Ansatz, das finde ich auch nochmal spannend. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, ab 60 lässt das Investitionsvolumen bei einem Unternehmer nach. Ja, klassisch. Und das ist natürlich, wenn ich eine laufende Firma einer entsprechenden Größe habe und ich mehr investiere, das geht nicht gut aus. Das andere ist natürlich, dass heute jemand mit 60, 62, 65 nicht wirklich alt ist. Ja, so. Und da ist immer meine Erfahrung ist, wenn der abgibt, nicht ein anderes Projekt hat, was sich wirklich lohnt. Ja, Unternehmergene sind ja nicht weg. Loslassen, ja, und das ist, dass es sich oft dann hin, dass es weitergeht und dann erst eine Krankheit der Auslöser ist und das ist natürlich ungünstig für die Unternehmensnachfolge, ne? Das ist einfach so. Ja, genau. Ja. Aber ich komme noch mal kurz drauf zurück, weil also auch dieser Report dort, ne, mit den Kindern und so, also ich habe ja, also meine Kinder sind groß, also ich war allerdings auch früher schon, als ich meine Vereine geführt habe, war ich quasi selbstständig und natürlich ist doch die Zeitfalle zur Geltung gekommen und auf der anderen Seite habe ich heute bei meinen Klientinnen und Klienten auch, beobachte ich ganz doll dieses Phänomen, ne, alles auf einmal passiert, ne, eine Unternehmensnachfolge, Baby wird geboren und ne, also das ist ganz schön, ja, und dann eben noch die verschiedenen Interessen von Eltern und Kindgeneration, das haut ganz schön rein, ja, und ja, also das ist nochmal so die andere Sache, ich habe mir ja so auch überlegt, also ich habe zu den Leuten gesagt, ich arbeite ja, also ich habe ja noch mein eigenes Unternehmen, mein Beratungsunternehmen und möglich, dass das mal in einem mündet, weil der skandinavische Ansatz ja bei beiden sehr präsent ist, aber erstmal mache ich meins noch weiter und ich werde hier nicht bei euch 40 Stunden die Woche arbeiten, ne, sondern so nach dem Motto, ich kümmere mich um Strategie und Personal, ja, also dass die Stimmung stimmt und dass die strategische Ausrichtung geändert wird, das ist meins und das Tagesgeschäft, das könnt ihr, da kennt ihr euch viel besser aus, das macht ihr weiter, ja, und ich kann mir auch vorstellen, nach einer Weile, wenn das gut läuft, dass ich das auch an die Mitarbeiter weiterverkaufe. Ja, also das ist auch so ein Gedanke, der da ist. Also ich muss das jetzt nicht auf ewig hinaus, muss ich jetzt nicht daran festkrallen. Die Sache soll laufen. Okay. Und wenn der Vorgänger auch schon mehrere Firmen hat, heißt,
gehe ich von aus, dass er eben auch nicht täglich 8 Stunden präsent war, sondern das heißt, da gibt es schon eine Kultur, jeder macht seins und und es geht ums Ergebnis und dann bespricht man sich ab und zu. Das heißt, das wird von mir auch nicht erwartet. So, ich guck mal, ob wir das Wichtigste besprochen haben. So, was mir nochmal einfällt, so als Abschluss, du beschäftigst dich in nächster Zeit nochmal mit den Wikingern. Und ich dachte, das sind ja sehr starke Frauen bei den Wikingern, ne? So, das könnte nochmal so ein Thema sein. Wie geht das denn? Das passt immer zum Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen. Ja, so die Frau, die vorangeht, Kriegerin will ich jetzt nicht gerade nennen, aber vielleicht die Leaderin, die Verantwortung übernimmt und sagt, hier bin ich, ich rock die Welt und ich bin nehme Geld in die Hand oder ja und übernehme Verantwortung und gestalte die Welt so, wie ich sie gerne hätte, denn das ist ja einer der großen Vorteile, die man in der Selbstständigkeit auch hat. Ja, genau. Ja, also ich beschäftige mich jetzt schon lange mit diesen Gesetzen, also Gesetze der Wikinger und so, weil ich das in Norwegen schon mitbekommen habe, wenn immer die mal irgendwas, was Besonderes an sich nicht ganz erklären konnten, dann hatten die, oh ja, das kommt noch von den Wikingern. Ne? Also das ist dort schon irgendwie sehr präsent und dann habe ich mich ich habe das auch beim BNI immer so rausgehauen, Gesetze der Wikinger, die sind so cool, ne? Sieh Möglichkeiten, bring Sieger hervor, das fand ich total spannend, ne? Also gegen diese Zeitfalle, in der viele Unternehmer sind, ne? Ja, bring Sieger hervor, ne? Gib was ab, delegiere und mach, ne? Und nutze das Potenzial, was da ist, ja. Das hat mich da so getriggert und ich habe mich in letzter Zeit damit noch ein bisschen näher beschäftigt und das ist tatsächlich wow. Und da ist noch einiges an Potenzial und weil sich auch viele für die Wikinger interessieren, es ist ja doch irgendwie ne, sowas, was irgendwie auf der Welt bekannt ist, obwohl die nichts überliefert haben. Ne? Die haben ja keine Tempel oder sowas, ne? Es gibt ja eigentlich nichts, also was an die jetzt groß erinnert, ne? Außer ein paar kleine Schritte. Und das habe ich dann deswegen als Metapher aufgegriffen und werde da demnächst auch, Ende August wird es dort ein Seminar geben, das Business Wikinger Retreat. Also wer sein Unternehmen richtig aufs nächste Level bringen will mit Mindset Shift und Team in seine Kraft bringen, der ist bei mir richtig. Super. Ich habe es richtig verstanden, bringe Sieger hervor. Ja, okay. Ja. Poste ich jetzt einmal und setze das hier jetzt nochmal in die Mitte. Bringe Siegerinnen hervor. Wie schön. Ja. Das ist doch ein super Schlusswort zum Thema Unternehmensnachfolge. Genau. Bringe Siegerinnen hervor. Schön. Antje, wir haben zum ersten Mal miteinander geredet. Ich finde es klasse. Ja, ich auch. Ja, genau. Schön. Also das mit den Wikingerinnen, wenn das soweit ist, ne? Dann lass uns da nochmal drüber reden. Ich mache das jetzt mal so, vielleicht kann man es besser sehen. Dann lass uns nochmal darüber reden. Ein spannender Ansatz. Dir alles, alles Gute mit der neuen Firma, deinem Team. Glückwunsch. Ja. Vielen Dank, Leo. Schön, dass ich dabei sein konnte. Ja, und entwickel dein hügeliges Business gut weiter. Alles Gute dir, Antje. Vielen Dank und bis später. Danke. Bis dann, ciao. Tschüss.